M-O-N-D. Na, was heißt das? Das heißt Mond. Und als die Socke noch hier war, ging es schon einmal um den Mond. Da hat sie nämlich ein Lied gesungen. Da erinnert ihr euch vielleicht noch dran. Aber heute geht es nochmal um den Mond und um einen Planeten, der daneben ist. Nämlich die Venus. Und da ich jetzt hier ein Roboter bin, der sich natürlich die entsprechende Software runterladen könnte, um euch was zu erzählen, aber Markus ein viel besserer Erzähler ist, kommt er jetzt. Hoffentlich. Markus! Ich bin da. Echt schon so schnell? Hi. Heute mal ganz schnell. Hallo Erik. Na, Rakete benutzt oder was? Ja, so ungefähr. Wie hast du mich gewandt? Erik, Entschuldigung. Ja, also wirklich jetzt hier. Haben wir uns länger nicht gesehen, ne? Ja. Was hast du denn so getrieben? Ich? Ja. Ich habe ein neues Öl entwickelt, was noch geschmeidiger ist für meine quietschenden Gelenke, die ja noch gar nicht quietschen, weil ich noch gar nicht so alt bin. Ich bin ja nur 3064, ne? Stimmt, das weiß ich noch, ja. Ja. Habe ich mir extra aufgeschrieben. So, und du so, was hast du so gemacht? Geburtstagskalender. Ja, gearbeitet und mich viel mit der Astronomie beschäftigt. Echt? Dass ihr wieder was Neues von uns erfahren könnt. Ah ja. Genau. Und heute geht's du hast es schon angekündigt, Mond und Venus. Mond und Venus. Kennst du dich damit aus, ne? Naja, ein bisschen. Echt? Also vom Mond haben wir schon ein bisschen was erzählt. Ja, da war Socke und hat das Lied gesungen. Der Mond ist aufgegangen. Genau, hat sich so ähnlich angehört. Kann ich das gut? Sehr gut. Hey, aber wer hat zu passen? Also die Socke ja? Durfte streicheln. Nee. So, das lassen wir mal ganz schnell. Nicht. Okay, lass ich sein. Also, jetzt bin ich mal wieder ruhig, weil du erzählst uns jetzt was über den Mond und die Venus. Genau. Los geht's. Also, fangen wir an mit dem Mond. Also das letzte Mal habt ihr über den Mond ja schon was erfahren in einem der Folgen von Sternführung im Sauerland TV. Und ich zeige euch nochmal ein Bild, ein professionelles, was mit einem Teleskop und einer Spiegelreflexkamera aufgenommen wurde. Muss jetzt wieder aufstehen? Ja. Wie unprofessionell. Naja. Erst mit einer Filmklappe hier starten, noch nicht mal das On-Air-Schild ist an. Was ist denn hier los? Das zeigt das Bild in die Kamera. Seht ihr das? Seht ihr es? Ja, seht ihr das? Das ist ein Foto von dem Mond. Halbmond war zu der Zeit. Sehr gut. Genau. Wenn ihr zurückkommt, machen wir so das On-Air-Schild an. Hier kann ja keiner glauben, dass wir hier... Machen wir das On-Air-Schild an! Oh, Entschuldigung. Haben wir ja. Das vergessen. Geht ja wohl gar nicht. Können wir machen. So, es funktioniert ja hier alles so ein bisschen selbsttätig, ne? Jeder macht ja hier selber. Entschuldigung. Jetzt haben wir das Licht an. Ja? Wir sind on air. Hallo. Ja, was ihr mal machen könnt in den nächsten Abenden, wenn es klar draußen ist, den Mond beobachten. Also schaut mal Richtung Südwesten, Richtung Süden, Richtung Westen in die Richtung, wenn ihr einen Kompass habt. Und da könnt ihr jetzt die Venus neben dem Mond sehen. Das sieht ganz schön aus. Also die Venus ist ja sehr, sehr, sehr hell. Also heller wie ein Stern, kann man sagen. Und da haben wir jetzt eigentlich den zunehmenden Mond. Der bald ein Vollmond ist, genau. Haben wir jetzt die Venus nebendran. Ich blende dann auch mal ein Bild ein. Probiert es doch mal mit dem Handy zu fotografieren. Und schickt mir vielleicht einfach mal... Bilder. Mal schauen, was ihr mit dem Handy hinbekommt. Also wir haben es ausprobiert. Funktioniert. Die Handys heutzutage sind so gut, dass die nämlich so Fotos machen, dass man das erkennen kann. Ja. Man glaubt es kaum, man braucht gar keine Fotokamera. Aber trotzdem ist mit einer Kamera fotografieren natürlich viel besser und spannender als mit dem Handy. Aber heute, beziehungsweise wenn ihr dann in der Nacht guckt, dürft ihr gerne mal das Handy in die Hand nehmen und ein Foto davon machen. Genau, also Richtung Südwesten. Den Mond und eigentlich, ja, ich sag mal, rechts unterhalb vom Mond ist ein heller Punkt. Man nennt ihn auch Morgen- oder Abendstern, aber es ist ja kein Stern. Ein Stern ist ja wie unsere Sonne ein brennender Ball sozusagen. Und die Venus ist aber ein Planet, sehr sonnennah. Und deswegen, weil die Venus sehr sonnennah ist, leuchtet die so hell. Krass. Bin ich mal gespannt, was ihr für Fotos, was ihr für Bilder hinbekommt. Ja. Bin mir sehr gespannt. Ich auch. Auf jeden Fall, was noch interessant ist. Ja. Was meint ihr oder Erich? Wenn die Venus sehr sonnennah ist es da sehr heiß oder ist es da kalt auf der Venus?
Soll ich das jetzt beantworten oder willst du warten, bis jemand anders kommt und dir antwortet? Überleg mal logisch. Wenn dieser Sonnenmarke wird ja wohl ein bisschen wärmer sein, ne? 430 Grad also Celsius haben wir auf der Venus. Boah, aber es ist trotzdem nichts. Im Vergleich zur Sonne, ne? Ja, ja. Obwohl also sehr, sehr, sehr warm. Also leben könnten wir da nicht, da würden wir gerade verbrennen, verkokeln. Schmelzen, obwohl ich einen super Wärmeschutz auf Anzug habe. Du würdest, erst aber auf! Oh, Entschuldigung. Also wirklich! Immer dieses angefasst. Du wirst da ja wahrscheinlich überleben, ne? Ja, ich habe einen super Absorptionsanzug. Ja, ja. Hör mal zu, das ist spannend! Super Absorptionsanzug. Der ist schon stark, der Anzug. Ja, Sau ja. Heißt das abgekürzt. Sehr nee, stark. Nee, nee, Sa-Sa. Super Absorptionsanzug, Sa-Sa. Sa-A. Egal, spannend ist anders. Also, wir wollen den Mond und die Venus beobachten. Und beim nächsten Mal geht es wieder um was Neues Spannendes. Richtig? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Funktioniert auch wieder das On-Air-Schild von Anfang an, ne? Das dann. Werden wir einschalten, werden dran denken. Ja. Und so, dann alles ein bisschen anders. Wir sind nämlich auch in einer Corona-Trance-Phase vielleicht schon. Aber wir wollen euch dafür immer weiter unterstützen mit coolen neuen Videos. Also, ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal und beim nächsten Mal haben wir Masken auf. Ja, gut. Müssen wir jetzt leider tragen, ne? Nicht im Video, aber wir zeigen euch unsere Masken mal. Vielleicht zeigt euch eure Masken ja auch mal. Also, astronomisches High Five. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Ja, das war heute ja ein spezielles Video. Ne? Ich, manchmal, das ist mein neues Öl doch nicht so gut. Ich, teste mal weiter, ne? Bis zum nächsten Mal nochmal. Also so, dann gute Nacht.